Takeaway. Für viele Gastronomen momentan die einzige Chance, das Überleben zu sichern. Klar ist es nicht ganz so schön wie auswärts zu essen, aber die nächstbeste Alternative, wenn man sich etwas Leckeres zu essen genehmigen möchte. Und es hilft auch den Unternehmen in dieser schweren Zeit. Doch dieser Verhaltenswechsel bringt auch einige Nebenwirkungen mit sich. Auch für Ratten vielleicht? Durch immer häufigeres Wegwerfen von Genussmitteln, die man dann doch nicht geschafft hat aufzuessen, sollen sich die Anhäufung von Ratten in den Städten vervielfachen. Nicht immer werden die Essensreste fachgerecht entsorgt, was dazu führt, dass sich die Ratten daran besser bedienen können. Durch überquellende Mülleimer und nicht ganz so strenge Mülltrennung schafft man sich ganz unbewusst eine gute Futterquelle für die ätzenden Nager. Denn auch während sie gerne im Schutz der Kanalisationen leben und manche dort auch länger bleiben, um Schildkröten die Kunst der Ninja beizubringen, kommen sie gerne wieder an die Oberwelt, wo sie einfacher an ihre Nahrung kommen. Doch was kann man gegen die Zunahme dieser Rattenschwärme tun? Die klassische Rattenbekämpfung fand bisher unter Tage statt, nämlich mit Giftködern. Diese wurden in der Kanalisation aufgehangen und warten dort darauf, angeknabbert zu werden. Jedoch wurden vermehrt Schadstoffe der Giftköder im Abwasser in den jeweiligen Kläranlagen nachgewiesen, da sie allein schon durch steigende Wasserpegel darin gelöst werden oder auch spätestens dann, wenn die Beutelchen angebissen werden, das ganze Zeugs im Wasser landet. Somit schadet das dann auch nicht nur den Ratten, sondern auch den anderen Lebensmitteln und nicht zuletzt uns selbst, da sich die herkömmlichen Gifte nicht mehr abbauen lassen. Und spätestens seit der Ausbreitung der Corona-Pandemie wissen wir, safety first. Denn nicht nur Fledermäuse können Krankheiten übertragen, sondern auch Ratten. Also musste eine Revolution her. In diesem Fall hat die Politik schon viel getan, um das Nutzen von Giftködern bestmöglich einzuschränken. Da sich jedoch praktisch auch kein kompletter Verzicht umsetzen lässt, ist der Kompromiss, dass Rattengift so ausgelegt werden muss, dass es keinen Kontakt mehr zum Wasser haben kann. Hierfür wurden schon diverse Vorgehensweisen erforscht, um den Giftköder trocken zu halten, wie zum Beispiel wasserdichte Stationen, die den Einlass von Wasser verhindern, oder auch einfache Schwimmer. Jedoch sind solche Alternativen für die Kommunen oft sehr teure Investitionen und es wird weiterhin Gift ausgetragen, welches weiterhin von den Tieren verbreitet werden kann. Doch was wäre, wenn die Ratten gar nicht erst an die Oberfläche gelangen können? Gar keine schlechte Idee. Denn so kann man den Weg zum Futter unattraktiv machen und das Rattengeschehen dort reduzieren. Wie eine Blume, der man die Wasserzufuhr nimmt, würde so auch die lokale Rattenpopulation langfristig abnehmen. Genau aus diesem Grund haben wir die Red Cap entwickelt, welche an dem Laubfang vom Kanalschacht angebracht werden kann. Wasser kann nach wie vor ungehindert weiterfließen, jedoch werden die Ratten am Hinausklettern gehindert. Die würden sich ja da meistens dann in diesem engen Spalt durchquetschen und das geht dann nicht mehr. Die Redcaps lassen sich in beliebig vielen Kanalschächten anbringen oder man beschränkt sich auf eine lokale Anwendung, um ein besonders stark betroffenes Gebiet rattenfreier zu bekommen. In der Praxis würden sich besonders Essensmeilen eignen, weil da in der Regel die meisten Lebensmittelabfälle anfallen. Aber wie schon anfangs besprochen, nehmen wir die Essensreste von Restaurants aktuell viel nach Hause mit, weshalb wir auch da etwas mithelfen müssen. Und mit wir meine ich wirklich uns alle. Klar kann man jetzt zur Flöte greifen und zum Rattenfänger der Stadt werden. Das Problem löst du so zwar nicht, aber für den ein oder anderen Lacher sollte es ausreichen. Wirksamer wäre es hingegen darauf zu achten, dass Mülltonnen verschlossen sind, Komposthaufen für Ratten unzugänglich und die Entsorgung von Speisenresten nicht über die Porzellanschüssel im Bad erfolgt. Denn so können wir gemeinsam das verfügbare Nahrungsangebot für Ratten reduzieren und die Rattenpopulation im Griff behalten. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Exkurs in die Welt der Schädlingsbekämpfung gefallen. Und wenn ihr etwas mitgenommen habt, dann lasst diesem Video gerne eine positive Bewertung da. Für weitere Inhalte zum Thema Schädlingsbekämpfung, auch vor allem im Haushalt, kannst du gerne unseren Kanal abonnieren, damit du auch nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!